Stadt hat sich sehr diesen Neubau gewünscht und war auch erstmal irritiert, als wir abgesagt haben. Neubau, das ist es nicht für uns. Ja, und so kam es dann zur Umplanung. Als wir dann gesagt haben, wir wollen hier an dieser Stelle eine behutsame Modernisierung machen, die sich auch architektonisch gut ins Stadtbild einpasst, war man, glaube ich, auch seitens der Stadt zuversichtlich, dass wir hier was Gutes, Genehmigungsfähiges bekommen. Und so ist es letzten Endes dann auch zustande gekommen. Es fällt auch eine Last dann irgendwann von den Schultern, wenn das ganze Projekt hier beendet ist. Dann können wir uns eigentlich auf das eigentliche Geschäft wieder konzentrieren. Hier werden 100 Mitarbeiter moderne und auch gesundheitsadäquate Arbeitsplätze vorfinden. In erster Linie ein Geschenk an unsere Mitglieder und Kunden, zweiter Linie an unsere Mitarbeiter, aber drittens würde ich sogar noch weitergehen und sagen, das ist auch ein Geschenk an die Stadt Bremen, denn wir gehen mit der bremischen städtebaulichen Architektur sehr maßvoll und sehr verantwortungsvoll um. Viele haben wow gesagt. Das Gefühl ist gut, zwischendurch war es aber schwer. Den Baulärm zu ertragen, den Dreck, dass man Umwege gehen musste, das war schon schwierig zwischendurch. Und von daher auch, muss man sagen, Hut ab und herzlichen Dank an alle Mitarbeiter, das so mitgemacht zu haben. Bei den ganzen Unannehmlichkeiten vergisst man manchmal, dass man was richtig Gutes geschafft hat. Und für mich ist jeder Tag wieder schön, wenn ich durch ein Büro gehe und mir sagt jemand, Herr Herrmann, das ist wirklich schön geworden und ich freue mich über meinen neuen Arbeitsplatz. Und das ist eigentlich das größte Geschenk und ich glaube, das meinen die Mitarbeiter auch ernst. Sie können schon auch stolz sein auf dieses Ergebnis hier. Dass wir es über die Modernisierung geschafft haben, mittlerweile alle Mitarbeiter unter einem Dach zu haben, die nicht auf auswärtigen Geschäftsstellen arbeiten. Und das ist ein Riesenerfolg und das dient auch dem Zusammenwachsen und verbessert die Unternehmenskultur. Das Gesamtergebnis ist besser geworden, als ich es erwartet habe und ich glaube, wir haben sogar erreicht, dass die Wahrnehmbarkeit dieses Hauses dazu führt, dass auch die Bremische Volksbank wahrnehmbarer geworden ist. 99% unserer Kunden haben uns ein sehr gutes Feedback gegeben. Sie haben gesagt, es ist eine zeitlose, moderne Eleganz, die dieses Gebäude und die Räumlichkeiten hier im Inneren ausstrahlen, ohne zu protzig zu wirken. Ich glaube auch, dass die Zeit der Bankpaläste endgültig vorbei ist. Und unsere Kunden und unsere Mitglieder sehr honorieren, dass wir mit ihrem Geld sehr behutsam umgegangen sind.